Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ihr Pflaumen. Heute soll es um ein Thema gehen, was mir schon länger im Kopf rumgeschwirrt ist, und zwar, warum ich auf meinem Kanal keine Sternebewertung bei Büchern abgebe. Ich werde euch heute ein bisschen erzählen, warum das so ist, warum ich das so empfinde, dass das meines Erachtens nicht sinnvoll ist und warum ich es auch in Zukunft nicht machen werde. Außerdem ist natürlich klar, das kann jeder so empfinden, wie er es möchte, und jeder auch machen, wie er es möchte. Manche machen es auf ihrem Kanal, manche eben nicht. Und dies ist aber halt nun mal mein Kanal, und wie vielleicht der ein oder andere, der vielleicht mir schon länger folgt, mitbekommen hat, werdet ihr bei mir keine Sternebewertungen auf meinem Kanal finden. Wenn, dann habe ich das vielleicht einmal gemacht. Aber ansonsten, also ich glaube ein oder zweimal, wenn überhaupt, werdet ihr das bei mir nicht finden. Wozu dienen dann überhaupt diese Sterne? Die Sterne sind ja eigentlich dafür da. Generell bewerten wir ja immer gerne alles und jeden. Und ich finde, unsere Gesellschaft geht immer mehr in diese Bewertungs-Skala rein. Und das finde ich ja sehr störend. Also klar, man muss Dinge bewerten, damit man sie auch ein bisschen einkategorisieren kann und einschätzen kann. Aber ich finde, man kann auch bewerten, ohne dass man ein Ranking abgeben muss. Und ja, wofür dient denn überhaupt so eine Sternebewertung bei Büchern? Also der Sinn ist ja eigentlich zu sagen, okay, das war für mich ein Fünf-Sterne-Buch. Und wenn man der Person zum Beispiel jetzt auf YouTube schon länger folgt oder sagen wir mal auf Instagram, dann weiß man, oh, das war ein gutes Buch, könnte eventuell auch meinen Geschmack treffen. Hat das Buch nur ein oder zwei Sterne bekommen, dann kann man ungefähr einschätzen, dass das eben nicht dem Lesegeschmack des jeweiligen Buchblogger oder Booktuber oder Instagrammer oder Bookstagrammer entsprochen hat. Aber ich finde, es ist halt alles sehr schwammig. Und denn das Ganze ist ja komplex. Also eine Bewertung setzt sich ja aus mehreren Faktoren zusammen. Wie war der Inhalt? Wie bin ich beim Lesen durchgekommen? Wie hat mir der Plot gefallen? Beziehungsweise generell die Geschichte? Und so weiter und so fort. Also da sind ja viele Dinge zu beachten. Und das dann in so eine Sternebewertung reinzupacken, finde ich an dieser Stelle halt einfach utopisch. Und hinzu kommt, dass ich finde, alles, was kreativ erschaffen wird, also sei es Literatur, Kunst oder Musik, finde ich generell schwierig, Sternebewertungen zu geben. Und ich finde es eigentlich schon fast, ich möchte mich gar nicht erdreisten, eine Sternebewertung abzugeben, weil ich finde, das setzt manche Dinge hoch und manche werden halt einfach herabgesetzt. Und da ja alles aus dieser Sparte ja hat jeder eine unterschiedliche Sichtweise auf diese Thematik, finde ich, kann man es gar nicht richtig bewerten. Ich gehe ja auch nicht in ein Museum und sage dann, das Gemälde hat von mir 5 von 5 Sternen bekommen. Und gehe dann zum nächsten Gemälde und sage, das ist jetzt eine 1 von 5 Sternen. Also würde ich mich gar nicht erdreisten, sowas zu sagen. Was ich machen würde, ist, dass ich sage, ich finde das Bild ganz furchtbar. Gefällt mir gar nicht, kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Oder das Bild ist das schönste Bild, das ich seit langem gesehen habe, weil es gewisse Dinge bei mir anspricht oder berührt und so weiter und so fort. Das ist eine Bewertung, mit der kann ich halt persönlich mehr anfangen als solche Bewertungen. Und ich finde es auch eigentlich schon, ja, schon fast dreist, etwas zu bewerten, von dem man vielleicht generell selber vielleicht auch gar nicht so eine Ahnung hat. Oder wenn man eine Ahnung davon hat, finde ich das auch schwierig, dann Kollegen dann so in so ein Ranking reinzupacken. Ja, das ist so, wie sehe ich das. Und das ist, finde ich, bei den Büchern halt ähnlich. Denn ich kann zu einem Buch sagen, das Buch hat mir überhaupt nicht gefallen, weil der Schreibstil war furchtbar. Oder die Geschichte war mir zu flach. So, das sind ja Dinge, mit denen könnt ihr da draußen ja was anfangen. Und das sind Faktoren, dass ich dann sage, das ist ein sehr gutes Buch. Finde ich, braucht es für mich tatsächlich dann auch keine Sterne. Denn bei mir ist es selber aufgefallen, dass ich mich früher oft an so Sternebewertungen orientiert habe, obwohl das stimmt gar nicht.
habe ich vielleicht mal in meiner Jugend gemacht. Mir ist aber aufgefallen, dass die für mich so nichts, also die geben gar nichts aus über dieses Buch und die sind mir auch bisher nie hilfreich gewesen. Wenn ein Buch 4,8 Sterne hatte oder 4 Sterne, dann fand ich es teilweise schlecht, aber auch Bücher, die vielleicht 3 Sterne oder 2 Sterne haben, was ist das für eine Aussage? Man muss ja berücksichtigen, manche Bücher haben eine gute Marketingabteilung, also Leute, die sich wirklich um den Vertrieb, ums Marketing kümmern. Dementsprechend kriegt dieses Buch automatisch schon mal mehr Sterne oder besser gesagt auch mehr Bewertungen. Dann entsteht ja auch nochmal eine andere Sternebewertung. Und Leute, die eben Self-Publisher sind und so weiter und so fort, vielleicht auch noch nicht so bekannt. Man hat von dem Autoren auch noch nichts gelesen, die werden auch noch mal strenger bewertet. Und mit denen wird auch noch mal härter ins Gericht gegangen, weil ja, in Stephen King wird man sich natürlich von vornherein nicht trauen, einen Stern zu geben oder 2 Sterne, also die meisten zumindest. Und da fängt es ja schon an, problematisch zu werden mit diesen Sternebewertungen, weil es hat halt einfach auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun, mit Marketing, mit dem Bekanntheitsgrad des Autoren und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es halt einfach, ja, also würde ich mich jetzt daran nicht orientieren und mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich mir ein Video anschaue, wo eben mit Sternen bewertet wird, kann ich nichts damit anfangen. Ich kann nur dann etwas mit einer Sternebewertung anfangen, wenn im Vorhinein schon darauf eingegangen wurde, warum mir das Buch gefallen hat und warum es mir nicht gefallen hat und sich dann diese Bewertung dann zusammensetzt und dann ergibt sich diese Sternebewertung. Aber letztendlich muss ich ganz ehrlich sagen, hätte man sich die auch sparen können. Also ich brauche sie dann persönlich, also jetzt rein als Zuschauer oder Konsument, ich brauche sie dann einfach nicht. Und deswegen finde ich, hätte man sie halt auch gut weglassen können. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass man ein Buch gut bewertet, obwohl man es nicht gut fand, weil man den Autoren mag. Und da fängt sie auch schon an, wieder problematisch zu werden. Und da bin ich dann tatsächlich etwas freier und ungebundener, wenn ich dann einfach sage, ich habe ein Buch von einem Autoren gelesen oder einer Autorin, das mir sehr gut gefallen hat, aber das Buch hat mir nicht gefallen. Und dann muss ich jetzt auch nicht noch irgendwie anfangen, jetzt mit Sternen zu bewerten und bin am Hin und Her überlegen und habe dann schlechtes Gewissen oder was weiß ich. Nein, ich sage dann einfach, das Buch war eines der schwächsten Bücher von diesem Autor, fertig. Also aus meiner Perspektive betrachtet, macht für mich einfach so eine Bewertung von hinten bis vorne eben keinen Sinn. Ich finde, Sternebewertungen machen dann Sinn, wenn es um Produkte geht, zum Beispiel um elektronische Produkte. Finde ich, macht es schon Sinn, dass man da irgendwie Sterne verteilt, damit der andere eben weiß, ob das Produkt jetzt nun mal qualitativ gut ist oder nicht. Ich finde aber auch bei solchen Produkten kann man es einfach gut bewerten. Also alles, was irgendwie so in diesem technischen Bereich geht oder irgendwelche Haushaltsgeräte oder so, da machen Sternebewertungen für mich durchaus Sinn, aber halt eben nicht bei Büchern. Weder bei Büchern, noch bei Musik, noch bei Kunst. Also bei Filmen tatsächlich, also das ist jetzt wirklich nur meine Ansicht und ich rede jetzt einfach mal so frei heraus, bei Film macht es für mich tatsächlich dann doch wieder Sinn. Da bin ich eigentlich rigoros, da kann ich auch mal sagen, der Film war einfach schlecht, also hat einfach nur für mich einen Stern verdient. Ich weiß auch nicht wieso, aber da finde ich passen wieder Sterne. Mich würde ja mal interessieren, wie ihr das seht, aber ja, ich will auch nicht in diesen Ranking-Wahnsinn reinkommen und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist gerade auch total im Trend, irgendwie alles durchzubewerten und Sterne zu verteilen. Und irgendwie hat das, also für mich hat das halt sowas, als ob man irgendwie erhaben wäre. Also weil man jetzt in dieser Position ist, eine Wertung abzugeben, wie so ein Jurymitglied. Und finde ich schwierig. Ich glaube, dem ist auch gar nicht mehr so viel groß hinzuzufügen. Das wird hier ein kurzes Video. Mir war es einfach nur wichtig, das nochmal zu erwähnen. Und ja, auch einfach, dass es bei mir das auf diesem Kanal einfach nicht geben wird. Ich kann mir vorstellen, dass es der ein oder andere schade findet. Okay, gut, aber
Ich meine, davon geht jetzt auch nicht die Welt unter. Denn ich bewerte ja die Bücher ja trotzdem. Und ich bewerte sie eben normal, ohne dass irgendein Stern dabei ist. Und genau, ich finde, es hat auch irgendwie so einen Schulcharakter. Und ich finde das immer ganz schrecklich, wenn irgendwelche Dinge in der Schule benotet worden sind, die man eigentlich gar nicht richtig benoten kann. Und so kommt mir das halt auch manchmal mit diesen Sternen verteilen vor bei Büchern. Ja, ich glaube, es wurde zu diesem Thema alles gesagt und mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja, ihr braucht die Sterne oder nein, ist mir eigentlich egal. Mir ist es eher die Begründung zu wissen, warum ein Buch gut war oder warum ein Buch schlecht war. Für euch es eher vielleicht von Wert ist, wenn man sagt, das waren meine Flop-Bücher oder das waren meine Highlights oder das waren so eher die Durchschnittsbücher. Könnt ihr mir ja mal gerne unter die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch schon mal eine schöne Adventszeit. Gestern war ja der erste Advent. Und macht's euch gemütlich und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!